Mein erster Tagtraum. Hallo? Ich erinnere mich mit großer Klarheit an meinen ersten Tagtraum. Bis dahin hatte ich nur das Gefühl, einen zwiegespaltenen Verstand zu besitzen. Doch an jedem Tag bot sich mir ein kurzer Blick durch das Fenster in diese zweite verborgene Seele in mir. In das zweite Leben in mir. Keine Ahnung, ob ich es gelesen habe. Wahrscheinlich der ganze Rechtschreibfehler. Ja, hier gibt es so einiges. Ja, okay, gut. Sehe ich nicht alles durch. Oh, nee, das kannst du vergessen. So viele Menschen und so. Also wer das Spiel selber hat, kann sich die ganzen Menschen und so die ganzen Charaktere anlesen, durchlesen und verstehen. Wenn ihr spezielle Wünsche habt, wenn ihr irgendwas mal lesen wollt oder sehen wollt oder hören wollt, dann schreibt es mir einfach in die Kommentare, was ihr gern hättet. Schüchtert euch nicht, ziert euch nicht, seid nicht schüchtern, seid nicht Zierer, was weiß ich. What the fuck? Ich schau mal, was bei den Kisten hier hinten. Haben hier auch überall Kisten liegen? Wisst ihr, die Leute sind so arm überall. Können sich kaum was leisten, aber überall liegt Gold rum. Oder Geld zumindest. So, ja, okay, wir klettern das mal ganz nach oben, aber erregen natürlich die meiste Aufmerksamkeit, die auch nur irgendwie möglich ist. Hier, Mann, dreh dich doch mal um. Du suchst da Fischen und krieg hier hinter dir liegen 190 Real. Ach, da oben ist es, okay. Alles klar. Manchmal sieht man es aus einer Perspektive nicht, da muss man nochmal zur zweiten Perspektive greifen. So, komm her. Hups. Und weiter geht's. Das wundert sich ja, weißt du, kommt einer an mit einem riesen Schiff, springt und tollt überall herum und sammelt irgendwelche Dinge auf, die ja nur er sehen kann. Das heißt auf Deutsch, er sammelt nichts wirklich Richtiges auf und springt einfach nur rum. So, okay, das Fragment haben wir auch. Ich weiß nicht, warum es heute so lackt. Okay, ich hab's rausgefunden. Ich weiß, warum es gelackt hat. Ich habe gerade nochmal meine Dateien angeschaut und ich habe Edna bricht aus noch offen gehabt. Das Programm tut sich nicht selbst schließen. Das muss man im Nachhinein immer noch mal selbst schließen, weil es irgendwie so ein Problem hat. Ich weiß auch nicht, warum. Wahrscheinlich, weil es einfach zu alt ist für meinen PC. Ist ja doch schon ganz schön ein Stück her. Da ich das vorher aufgenommen habe, hat es gerade noch 800 Assassinenauftrag. Die Wilderer. Mein Gott, lest doch mal. 1, 2, 3. Lern doch mal lesen. Belohnung 1000 Real. Nicht den Kämpfer weggelassen. 500 Real. Eine Gruppe von Marodeuren wurde in der Nähe bei der Jagd auf seltene Tiere beobachtet. Gebiete ihnen Einhalt. Auftrag annehmen. Für 1500 mach ich das auf jeden Fall. Fliegtäubchen. Okay, wir tun natürlich gleich mal location-mäßig lokalisieren und ich lasse meinem Redeschwall heute mal nicht so viel Zeit und Zukunft, denn irgendwie, wie ihr schon merkt, ist da was durcheinander gekommen bei mir im Kopf. Was da hinten? Ernsthaft? Das mache ich nachher. Ich erinnere mich dahinter. Habe ich dann eine Weile oder so? Dann oh, pardon, das wollte ich nicht. Genauso wenig wie das. Flip. Sie reden alle Englisch. Oh, sorry. I'm sorry. Bam. So, vielen Dank. Eine Kugel. Okay, das Auge ist geladen. Das sah jetzt geil aus. Aber da kommt doch nicht. Alles da. Mit einem beherzten Sprung kriegt er sich da hoch, aber ansonsten schafft es nicht weiter. Unser Freund der Assassine. Da unten ist eine Truhe, sehe ich gerade.
Wer auch immer hier eine Truhe platziert, aber okay. Ist doch voll umständlich, hier musst du doch übelst klettern, damit du hierher kommst. Na okay. 5 und 6 Truhen gefunden. Ich sehe auch schon die 6. Die holen wir uns natürlich auch gleich. So, komm mal her. Liebe Truhe. Da hinten. Bam! Und damit letzte Truhe. Crocked Island heißt das hier, oder wie? Gibara, einfach. Okay, jetzt müssen wir natürlich noch... Nee, das war's. Aber ich kann mal ganz kurz bei Upgrades für Apps schauen. Das ist, glaube ich, ganz interessant, dass wir da vielleicht mal was Neues uns kaufen. Wir haben ja momentan Geld. Ich sehe bloß nicht, wie viel. Das ist schön. Ach, da unten. So, Hallöchen. Teuerster. Was hast du denn so? Schwertsets, Pistolensets. Ich hätte gerne neue Pistolen. Ich habe die einfache Steinschlosspistole, stimmt's? Ich hätte... Ne, die Kanonenlaufpistole habe ich. Die spanische Offizierspistole, die Ramarandschaftspistole. Wir haben ja schon die beste. Oh. Dann nehme ich mal die Schwertsets. Da haben wir jetzt den... Da haben wir noch jetzt dieses eine geholt, oder? Haben wir nicht gerade eine freigeschaltet? Espaca Ancha, ist das die gewesen? Ich weiß es nicht. Wir haben Offiziersrapier und da hilft auch gar nichts mehr, oder? Sind alle besser, alle schlechter. Okay, wir haben auch das Beste, okay. Monturen. Sind viel zu teuer momentan, okay. Jagdbeute kaufen. Oh, sieh das mal an. Bullenhaihaut. Moment, ganz kurz gucken. Schwerter, Pistolen. Ach, das kann ich auch noch upgraden, oder was? Französisches Duellschwert. Sind da alle erhältlich? Oder bin ich jetzt falsch? Ich muss doch irgendwie erworben verfügbar. Spanisch sind alle erworben. Nicht verfügbar. Die Klingen aus Toledo, die habe ich mir noch geholt. Aber die sind nicht besonders gut, so wie es aussieht. Die sehen ja gut aus. Persisches Krummsäbel, schottisches Brei... Was ist Scheiße? Und was ist denn das für ein Schwert? Na, okay. Herstellung wollte ich eigentlich, genau. Gesundheitsupgrade Level 5. Knochen des großen weißen Haies. Jagdbeute kaufen. Knochen des großen weißen Haies. Ich kaufe mal 2 davon. Obwohl, ne, wisst ihr was, die holen wir uns selber. Den jagen wir selber noch. Weil das macht natürlich mehr Spaß. Und dann gehe ich mal zu Schiff. Und wir suchen dieses Quest auf. Ist ja umständlich, dass du mit dem Schiff extra hinfahren musst, aber okay. Flupp. So, na dann. Meine Freunde, wir haben ein Quest. Ich muss sagen, das Steuer gefällt mir schon mal. Sehr schön. Und das Segel sieht auch nicht schlecht aus. Passt sogar recht gut zu der Flagge. Aber ich hätte gern trotzdem anderes. Wir sehen jetzt halt nicht mehr so typisch runtergekommen piratenmäßig aus, wie ich doch gern aussehen würde. Langweilig.
Okay, wo ist es? Irgendwo da vorne. Assassinenauftrag. Ist so geil, wie der majestätisch am Steuer steht, der Edward. Oh, da komme ich doch nicht durch. Oh, 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 das wird ein Crash. Nee. Ich geb doch kräftig Leine. Was willst du denn? Wir sind doch fast da. Ich dachte bloß, dass das schon der Ort ist, an dem wir hin müssen. Aber wir müssen hierher. Da, okay. Na dann. Was für ein Sauwetter, ey. Was für ein Sauwetter. Brr. Boah, ist Edward auf die Fresse geflogen? Alle aus der Großberg! Einholen! Einholen! Alles einholen! Aufholen! Los! So, drücken Sie V, um Adlerauge zu aktivieren. Ich will mich erstmal irgendwo verstecken. Okay, ich werde mal ganz kurz die Berserker-Pfeile aktivieren. Oh, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Moment. Ah, lass mich in Ruhe. Ich wurde noch nicht entdeckt. Die greifen sich gegenseitig an, das ist ganz gut. Okay, dann nehme ich mal die nächsten Pfeile. So, der nächste soll da hingehen. Ah ne, das war jetzt der Berserker-Pfeil. Alles klar, okay. Okay, das war's auch schon, mehr haben wir nicht. V? Den muss ich töten, alles klar. Oh oh, wurden wir jetzt entdeckt? Zählt das jetzt entdeckt? Ja, ich glaube, zählt das entdeckt. Zählt das jetzt entdeckt? Ja, okay. Ja, okay, wir wurden entdeckt, schade, irgendwie $500. Aber okay. Moment. Hallo. So. Ein Zauberwetter, das geht aber auch gar nicht. So, dann schauen wir ganz kurz hier, was hier noch so zu tun ist im Sperrgebiet. Beide Pistolen haben wir nicht aufgeleitet, oder? Ich glaube fast. Hier waren wir. Ach, das ist. Ah, hier waren wir vorhin. Das ist also so eine Art kleiner Marineschutzpunkt gewesen. Ah, das ist klar. Das ist der Ort, an dem wir vorhin schon waren. Gut, okay. Dann gehen wir jetzt aber hier. Genau, ja, ist okay, das ist der Ort. So, dann begeben wir uns langsam jetzt zum Questziel. Also, da fahre ich nicht mal gegen dieses Ding. Und es wird Tag. Na ne, wegen der Stufe, schon der Stufe 4 fahre ich nicht extra dahin. Das leuchtet mit gehörig zum Himmel. So. Und wir begeben uns in Reisegeschwindigkeit und verfolgen das Schiff da hinten. Achso. Okay. Und wir haben da alles erbeutet. Oh, wir kriegen gleich noch das zweite
Das zweite, soweit hat man es noch nie getrieben. Wir sind sehr bekannt. Ich will mal gucken, wie weit das geht. Hab's doch schon. Was, Piratenjäger, wo? Oh, die verfolgen uns ja noch nicht. Glaube ich. Aber es wird, muss ich sagen, schön symbolisiert in diesem Spiel. Ich ramm jetzt mal.